Neue Chefs braucht das Land. Darüber waren sich die rund 300 Teilnehmer des Unternehmertages in Schwerin einig. Sie vertreten alle Branchen, alle Unternehmensgrößen und selbstverständlich alle Führungsstile. Was sie alle noch verbindet, sind die gravierenden Veränderungen am Arbeitsmarkt. Diese haben die Organisatoren, der Unternehmerverband Mecklenburg-Schwerin und die Fortbildungsakademie der Wirtschaft längst im Visier. Schlagwörter wie Fachkräftemangel und so weiter. Und dazu kommen natürlich auch Rahmenbedingungen, die wir so in der Vergangenheit nicht haben, insbesondere die Digitalisierung. Wir beschäftigen uns ja vor allem mit kleinen und mittelständischen Unternehmen und sehen, dass Fachkräftemangel durchaus schon auch in Nordwestmecklenburg sehr stark an der Tagesordnung ist und Unternehmer anfangen umzudenken. Neue Lösungen und moderne Führungsansätze sind in MV längst angekommen. Auch die Arbeitslosenzahlen liefern einen guten Grund zur Freude. Sie befinden sich momentan auf dem niedrigsten Niveau seit der Wende. Das heißt, jeder Chef wird schon jetzt herausgefordert, nach besten Arbeitskräften intensiv zu suchen und diese auch fortschrittlich zu managen. Es ist wichtig, auf einer breiten Basis die Geschäfte zu tätigen und die Mitarbeiter mitzunehmen. Und insofern sind wir in einem sehr kooperativen Führungsstil unterwegs bei uns. Vor Ort in Schwerin habe ich, ich sag mal, zu 50% Männer in Führungspositionen und 50% Frauen in Führungspositionen. Und ich muss sagen, der Austausch, der da stattfindet, ist ein tolles Führungsteam und das zeichnet uns in diesem Moment aus. Und man muss einfach versuchen, je nach Geschäftsinhalt, je nach Mitarbeiter, Charaktere, den besten Weg zu finden. Ich glaube, da ständig das als Hauptaufgabe zu sehen, das ist das Entscheidende. Wer aber an großen, international bekannten Beispielen lernen wollte, kam beim Unternehmertag auch auf seine Kosten. Gleich zwei Vertreter der Fachprominenz haben über ihre Erfahrungen berichtet. Das wertvolle Wissen aus erster Hand durfte jeder kostenlos mit nach Hause nehmen. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, dass Menschen erfolgreich werden. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, dass ein tatsächlicher Nutzen gestiftet wird und wir uns nicht dem Joch der Zahlen unterwerfen. Zum Beispiel machen wir eine wöchentliche Umfrage, wo jeder sagen kann, wie waren wir als Arbeitgeber, waren wir gut oder schlecht, was war gut, was war schlecht. Und einmal die Woche nimmt der Vorstand persönlich Stellung vor der versammelten Mannschaft. Neue Chefs braucht das Land. Auch auf der politischen Bühne wird momentan kräftig darüber diskutiert. Kein Zufall, dass auch der höchste Entscheidungsträger des Landes beim Unternehmertag dabei war. Nicht nur aus formellen Gründen. Als Ministerpräsident hat man sehr verschiedene Bereiche, in denen man führt. Das beginnt bei der Partei, das ist im Grunde das ganze Land, die politische Führung für das ganze Land. Es geht um die Verwaltung, die man führen muss. Das ist schon etwas sehr Kompliziertes und da kann man kluge Anregungen gut gebrauchen. Wer die Zukunft nicht verpassen will, muss schon jetzt lernen. Dieser Tenor war beim Unternehmertag fast in jedem Vortrag zu hören. Und wer lernen will, muss schon jetzt damit anfangen. Gute Beispiele und inspirierende Erfahrungen gibt es in MV genug.